Hallo, ich bin's Carsten Stahl. Ich bin der Gründer von Bündnis Kinderschutz und Stopmobbing in Deutschland und Österreich. Viele von euch haben es gesehen. Ein extremes und brutales Gewaltvideo aufgenommen in Rastatt am Bahnhof. Ein Mädchen, ein junges Mädchen, wurde von einer Gruppe von anderen Mädchen brutalst zusammengetreten. Sie lag auf dem Boden, sie haben sie in den Körper getreten und mehrfach gegen den Kopf. Tritte zum Kopf können tödlich enden. Ein Einzelfall? Nein. Die Realität in unserem Land. Nicht nur, dass die Jugend immer mehr verroht und brutaler wird, sie filmt es auch und stellt es online. Jetzt sind alle schockiert. Seit über 9,5 Jahren warne ich sie davor und es passiert immer wieder. Immer wieder. Aber dann geht es in Vergessenheit und man macht einfach weiter. Gibt es Prävention und Aufklärung? So gut wie nie. Selbst die Schulen, an denen die Kinder oft sind, vertuschen es, hoffen, dass der Shitstorm aufhört in den Medien und dann geht es weiter. Dabei muss man den Opfern helfen und auch den Tätern zeigen, dass das der falsche Weg ist. So haben sie das Gefühl, sie kommen damit durch. Sie feiern sich sogar dafür, dass sie jetzt berühmt sind. Das Mädchen in Rastatt war nicht einfach nur ein Mädchen in einem Film. Dieses Mädchen heißt Jessica. Und viele Eltern melden sich bei mir, weil ich der bekannteste Kinderschützer in Deutschland bin. Und ich habe vorhin mit der Mutter von Jessica telefoniert, die aufgelöst war. Und die verzweifelt ist, was ihrem Kind angetan wurde. Und deshalb habe ich ihr meine Hilfe angeboten, habe gesagt, wenn du möchtest, dann helfe ich dir und deiner Tochter und deiner Familie, aber auch den Täterinnen und der ganzen Stadt Rastatt oder auch den anderen Städten, denn das hängt alles sehr eng zusammen. Und die sind teilweise gar nicht aus Steherstadt, aber dort ist es passiert. Lieber Herr Bürgermeister von Rastatt, es ist nun mal Ihre Stadt. Selbst wenn die Kinder woanders herkommen, Sie sind in der Verantwortung. Sie und Ihre Stadt sind jetzt gefordert, etwas zu tun. Ich biete Ihnen gern meine Hilfe an, dass wir gemeinsam etwas für Jessica und für alle Kinder dort tun. Wenn diese Familie meine Hilfe will, und davon gehe ich aus, werde ich nach Rastatt kommen und mich für Jessica stark machen und auch für alle anderen Kinder. Und ich lade Sie gerne ein, Herr Bürgermeister, an meiner Seite zu sein und diesem Mädchen Halt zu geben. Denn sie wurde nicht zum ersten Mal Opfer. Sie wurde schon regelmäßig verprügelt und das war auch nicht das erste Video von Jessica, was gemacht wurde. Und jetzt das Schlimmste obendrauf. Jessica hat eine Einschränkung. Jessica hat eine Behinderung. Man hat also nicht nur ein Kind verprügelt, man hat ein eingeschränktes, behindertes Kind verprügelt. Es ist unfassbar, dass sowas möglich ist. Aber leider sehe ich das seit 9,5 Jahren normal. Kinder, in meiner Arbeit habe ich gesehen, wie Kinder, die im Rollstuhl sitzen, aus dem Rollstuhl geschubst wurden und man hat den Rollstuhl weggezogen und das Kind ist dem Rollstuhl hinterhergerobbt und die haben immer gesagt, komm Raupe, komm Raupe. All sowas habe ich gesehen. Unerträglich. Aber man muss hier helfen. Man muss den Kindern helfen. Und zwar allen. Die, die es machen, genauso wie die, die es betrifft. Und vor allen Dingen die, die dabei wegsehen. Das Video wurde nämlich nicht nur von denen gemacht, sondern auch von anderen, die da rumstanden. Wo war die Zivilcourage? Bürger haben das gesehen, die haben nicht geholfen. Einfach weggesehen. Und so ist es in unserem Land sehr oft. Menschen schauen weg aus Angst oder weil es ihnen egal ist. Mir ist Jessica nicht egal. Mein Sohn wurde Opfer von Mobbing und Gewalt nach nur 2 Tagen Grundschule, da war er 5,5. Da habe ich begonnen, gegen Mobbing und Gewalt und diese Missstände zu kämpfen. Und deshalb versuche ich auch Jessica zu helfen, damit Jessica endlich wieder lachen kann und vor allen Dingen die Gesellschaft sie akzeptiert, die Städte dort in der Gegend akzeptieren und nicht wegsehen. Denn es sagt viel mehr aus darüber, was man macht, wenn man totschweigt und wegsieht. Dann macht man sich nämlich mitschuldig. Aber wenn alle sich jetzt für Jessica stark machen und auch die, die es gemacht haben, erkennen, dass es falsch war und Jessica keine Angst mehr haben muss, dann haben wir was erreicht. Und wenn ich dabei mithelfen kann, dann mache ich das als Vorbild und vor allen Dingen als Bürger dieses Landes. Und wie steht es mit Ihnen, Herr Bürgermeister? Sie können mich jederzeit anrufen. Meine Nummer bekommen Sie, ansonsten schreiben Sie mir eine E-Mail. Sollte ich da hinkommen und das wieder alleine machen, werde ich mich dazu äußern. Klar und deutlich. Und glauben Sie mir, das wird dann nicht leise sein.